Heute ist jetzt Mittwoch und es ist um 11 und ich mache mich jetzt gleich auf in die Stadt, in die Mensa und danach in die Bib. Ich habe heute schon ein Telefonat gehabt um 9 mit einer Person von meinem Ehrenamt, da mussten wir was absprechen. Und dann ja, habe ich heute noch um 14 Uhr ein Gespräch mit meiner Betreuerin, da ich ein paar Fragen noch habe für meine Bachelorarbeit, die mich in den letzten Tagen und gerade letzte Woche sehr herausgefordert hat oder mich eher in eine schlechte Laune und in eine schlechte Stimmung versetzt hat. Und da sind mir halt noch ein paar Fragen gekommen, die ich heute gerne klären möchte, um eben weiterarbeiten zu können. Und dann habe ich heute um 16 Uhr noch einen Unikurs, einen Bockkurs, das steht für berufsfeldorientierte Kompetenzen. Und da mache ich dieses Semester 2 davon, weil ich eben in dem Ergänzungsbereich, wo man die Bockkurse belegen kann, noch Punkte brauche. Deswegen mache ich das dieses Semester. Dadurch, dass ich jetzt aber mittwochs immer Chor habe, werde ich dann heute schon früher gehen und zum Chor gehen. Das geht einmal nächste Woche, kann ich es dann leider nicht machen, weil so oft kann ich nicht fehlen bei dem Kurs. Aber heute geht das und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, deswegen hoffe ich, dass ich heute in den paar Stunden, die ich dann noch Zeit habe, ein bisschen was schaffe. Und erzähle ich einfach später mehr. Also das geht halt so ein bisschen alles zusammen, weil ich habe mich halt gefragt, also ich habe mal mich nochmal so ein bisschen versucht zu informieren, was genau jetzt eine Moderatoranalyse eigentlich ist. So wie ich das jetzt verstanden habe, untersucht man halt einen Effekt zwischen zwei, also der UV und der AV. Also den muss man ja erstmal irgendwie haben und dann quasi erhebt man zusätzlich eine moderierende Variable und schaut dann, ob, also mathematisch habe ich mir das so aufgeschrieben, dass man eben schaut, also wie wirkt sich die UV auf die AV aus, wie wirkt sich die moderierende Variable auf die AV aus und quasi eine Interaktion zwischen der UV und der moderierenden Variable auf die AV. Und um aber erstmal den Vergleich haben zu können, UV auf AV, also um das damit zu vergleichen, war eben der Gedanke, eben deswegen die Kontrollgruppe, wo kriege ich diesen Effekt her? Heute ist jetzt schon Donnerstag um kurz nach 5. Bin diese Woche sehr wenig zu Hause, also einfach wirklich von morgens bis abends unterwegs in der Uni, beim Chor oder was auch immer. Also letzte Woche war es super schwierig für mich, irgendwie für die Bachelorarbeit was zu machen, weshalb ich auch nicht gefilmt habe. Das Einzige, was ich gemacht habe, wirklich, außer vielleicht noch hier mal so minimale Sachen, ist die Anmeldung einzuwerfen. Also die habe ich bei unserem Prüfungsamt in den Briefkasten geworfen und warte jetzt auf die Rückmeldung. Das dauert so um die 2 Wochen, bis ich dann eine Rückmeldung bekomme, dass ich jetzt eben wirklich offiziell anfangen kann, wo dann die 3 Monate eben starten. Das war auch ganz unaufwendig. Das war einfach ein Dokument, wo man eben seinen Namen, die Adresse und das Geburtsdatum und so eintragen musste. Und dann noch war man beabsichtigt, sein Studium abzuschließen. Und dann noch eben das Thema. Da musste die Betreuung unterschreiben und ich selbst. Da musste ich noch ein paar Sachen angeben, also dass ich die Orientierungsprüfung bestanden habe, dass ich noch nicht irgendwo anders einen Bachelor gemacht habe und da durchgefallen bin oder so. Also die Prüfung. Also das war wirklich kein Aufwand. Und dann eben habe ich wirklich erst eigentlich wieder diesen Montag was für die Uni gemacht. Also für die Bachelorarbeit, weil ich eben letzte Woche erstens gearbeitet habe und zweitens irgendwie total durch war und nicht wusste, wo ich weitermachen soll. Hatte mit ganz vielen Ängsten zu kämpfen, die da so hochkamen. Das war total schwierig, weil auch vieles noch so unklar war. Und dann habe ich aber diesen Montag, also jetzt vor ein paar Tagen, mich aufgerafft, nachdem ich das am Sonntag erstmal rausgelassen habe. Also wirklich, das war nicht so schön, aber wahrscheinlich einfach sehr hilfreich. Und dann habe ich angefangen, mal ein bisschen zu
googeln, also einfach mal zuschauen, was ist eine Moderatoranalyse und wie geht man davor und was brauche ich dafür und so weiter. Und dann wurde das alles auch ein bisschen klarer und dann konnte ich halt genau formulieren oder genau sagen, wo ist mir noch was unklar und habe dann meiner Betreuerin eine E-Mail geschickt, ob wir uns diese Woche nochmal zusammensetzen können, weil ich eben noch ein paar Fragen habe. Genau, und da, das war dann einfach schon viel, viel einfacher. Außerdem habe ich am Montag endlich meinen Lyme-Therapie-Zugang bekommen. Also den hatte ich letzte Woche eigentlich schon bekommen, aber da hat es mit der Anmeldung nicht funktioniert. Deswegen musste ich jetzt am Montag nochmal mit jemandem telefonieren und jetzt konnte ich mich da einloggen. Und Lyme-Therapie ist eben, wo man Online-Umfragen einstellen kann, also erstellen kann, die einem das dann auch ausgeben, die Daten und so. Also das wurde jetzt in den letzten Jahren ganz viel benutzt, eben für Studien, die eben online durchgeführt wurden und wahrscheinlich auch schon davor. Ich kannte das nicht. Ich werde meine Studie halt auch über Lyme-Survey machen, aber mit Präsenzanteilen. Das heißt, die Probanden müssen trotzdem irgendwo hinkommen und dort in Präsenz am Laptop diese Umfrage bearbeiten, weil sie eben zwischendrin auch Präsenzanteile haben. Da bin ich jetzt eben gerade dran, so die Instruktion zu schreiben und mir zu überlegen, was muss ich da eben alles einfügen und wie funktioniert das alles. Also ein bisschen einarbeiten muss man sich da ja natürlich auch. Und was ich diese Woche auch gemacht habe, ist einen Text zu suchen für die Lernumgebung. Also die Probanden werden eine Lernumgebung bearbeiten, Umgebung in Anführungsstrichen, also sie bekommen einen Lerntext, den sie halt bearbeiten müssen. Das heißt, soweit bin ich jetzt aktuell mit meiner Bachelorarbeit. Ich bereite jetzt eben die Erhebung vor. Nächste Woche treffe ich mich nochmal mit meiner Betreuerin, um dann die Materialien zusammen durchzugehen und zu schauen, ob das alles so passt. Und dann die Woche drauf möchte ich eigentlich schon mit der Erhebung anfangen. Also ja, es kommt jetzt irgendwie doch alles sehr schnell. Weshalb ich auch eben diese ganzen Ängste hatte oder immer noch so ein bisschen habe, aber sie gerade ganz gut im Griff habe. Und auch das Gespräch eben diese Woche, was ich gestern mit meiner Betreuerin hatte, hat mir wieder nochmal ein bisschen geholfen, ein bisschen Klarheit reingebracht. Und ich weiß jetzt wirklich ziemlich spezifisch, was ich machen muss und will, und das fühlt sich sehr gut an. Neben der Bachelorarbeit belege ich dieses Semester auch noch zwei Bockkurse. Da mache ich einen Kurs zu digitaler Bildbearbeitung und einen Kurs zu Non-Profit-Organisationen, Management, Stiftung, irgendwas so in die Richtung. Und witzigerweise hatte ich mich noch für einen dritten Kurs auf die Warteliste gesetzt, weil ich nicht dachte, dass ich den und digitale Bildbearbeitung bekomme, weil ich bei beiden auf der Warteliste war. Und jetzt habe ich aber trotzdem irgendwie beide bekommen. Also den dritten habe ich jetzt gestern Abend erst kurzfristig bekommen, also wurde zugelassen. Und kann ihn jetzt auch noch machen. Das einzige Problem ist, dass der sich an einem Termin mit digitaler Bildbearbeitung überschneidet. Dann kann ich eben an dem Termin da nicht teilnehmen. Aber das geht alles. Und da geht es um grafische Gestaltung. Ja, da freue ich mich irgendwie voll, dass ich das jetzt machen kann. Auf der anderen Seite hatte ich irgendwie nicht geplant, noch drei Kurse neben der Bachelorarbeit zu machen, die jeweils vier Leistungspunkte haben. Auf der anderen Seite ist der Aufwand wahrscheinlich meistens gar nicht so groß. Also da freue ich mich jetzt tatsächlich drüber, weil das ist der Kurs, den ich so am allermeisten machen wollte. Ansonsten habe ich diese Woche auch wieder viel für mein Ehrenamt gemacht. Also es ist einfach gerade sehr, sehr viel los. Deswegen schaffe ich es nicht ganz so viel zu filmen. Aber ich versuche euch trotzdem so ein bisschen ein paar Einblicke zu geben und das Wichtige zu zeigen und zu berichten, was es zu berichten gibt. Jetzt ist ja schon fast abends und ich muss gerade mal gucken. Ich wollte halt noch die Umfrage weiter bearbeiten, aber das habe ich schon so ein bisschen gemacht. Deswegen werde ich, glaube ich, jetzt mal kurz eine Pause machen, weil ich eben noch eine Telco hatte und dann vielleicht heute Abend noch ein bisschen was weitermachen. Guten Morgen, es ist jetzt Freitag und ich habe heute einen Bockkurs zum Thema Stiftungen, Non-Profit-Organisationen, sowas in die Richtung. Also ja, ich werde mal schauen, was genau das dann ist. Und er fängt um 12 an, ist jetzt 11:30. Ich wollte eigentlich davor heute noch was machen, aber ich war irgendwie super müde, also habe ich lieber geschlafen. Ja, das muss auch mal sein. Dadurch, dass ich morgen auch wieder um 10 den Kurs habe, muss ich dann auch wieder früh aufstehen. Also für meine Verhältnisse früh. Und deswegen wollte ich halt mal ein bisschen ausschlafen. Werde jetzt gleich in die Stadt fahren und dann hoffentlich heute Abend nach dem Kurs, also der geht bis 18 Uhr, hoffentlich noch ein bisschen was für die Uni machen. Also wenigstens ein bisschen was. Das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ich noch was schaffe. Also, los geht's! Thank you.
Also irgendwie muss ich das noch besser hinkriegen mit dem in kurzen Zeiten, die ich zu Hause habe, was zu tun. Also in 2, 3 Stunden, was ja auch nicht so kurz ist. Aber ja, heute ist nämlich schon Sonntag. Es ist jetzt gleich 3 und heute habe ich bis jetzt noch nichts gemacht, weil ich erst bis um 12 geschlafen habe, weil ich gestern noch den ESC gucken war mit einer Freundin und deswegen spät im Bett. Was auch super schön war und auch mal super wichtig. Genau, und dann habe ich noch irgendwie ewig lang im Bett rumgelegen und habe mir jetzt was zu essen gemacht und werde jetzt auch demnächst losfahren in den Seepark, also noch ein bisschen am See in die Sonne legen. Das sind nämlich heute so 28 Grad draußen und das muss man ausnutzen. Die letzten 2 Tage hatte ich ja den Bockkurs. Das war auch total interessant. Also so diese Stiftungsarbeit kann ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen, auch für mich später eventuell als Möglichkeit. Also ich werde mal schauen, ob ich vielleicht in die Richtung auch ein Praktikum machen kann. Jetzt haben wir die Aufgabe, uns selbst ein Projekt zu überlegen. Also wir haben uns in Kleingruppen aufgeteilt und sollen dann eben zum nächsten Mal im Juli dann ein Projekt erarbeiten und das dann vorstellen an so einer Methode, also wo wir eben verschiedene Leitfragen haben und verschiedene Stunden, die wir dann eben ausarbeiten wollen, was da die Ziele sind. Und genau, und das ist eigentlich total spannend und interessant. Und dadurch, dass es eben ja noch sehr theoretisch alles ist, kann man da, glaube ich, auch ganz gut was machen und so ein bisschen eben Ideen spinnen und ein bisschen groß denken auch. Allerdings habe ich durch diesen Bockkurs eben die letzten 2 Tage auch wieder nichts für die Uni gemacht, aber auch hier an der Stelle wollte ich einfach nochmal betonen, dass das total okay ist, solange man eben im Zeitplan ist, was ich noch bin auf jeden Fall. Und ja, das ist eben 6 Stunden am Tag diesen Kurs zu haben. Natürlich hätte ich davor und danach jeweils noch was machen können, aber mir war einfach überhaupt nicht danach und ich wollte mich eigentlich lieber ausruhen oder irgendwas anderes für mich tun und dann eben noch mit Freundinnen was machen, so wie gestern zum Beispiel. Und das ist halt einfach auch super wichtig. Ich werde jetzt heute nicht sagen, dass ich heute Abend vielleicht noch was mache, weil am Ende mache ich es eh wieder nicht, sondern heute erstmal den Tag noch genießen. Was ich aber heute Abend noch machen will, ist mir einen Plan für nächste Woche schreiben, dass ich eben morgen am Montag wieder gut in die Woche starten kann und nicht so wie letzte Woche erstmal wieder ein paar Stunden brauche, um mich einzufinden und aus dem "Ich will nicht" und "Ich weiß nicht, was ich machen soll" irgendwie rauszufinden, sondern genau zu wissen, was ich machen will. Ja, das ist so mein Plan für heute. Ich werde den Tag noch genießen und dann geht's morgen wieder richtig los mit der Arbeit für die Uni. Am Abend war ich dann noch mit einer Freundin im Kino. Wir hatten das nur so halb oder eigentlich schon ein bisschen mehr abgesprochen, aber ich hatte es irgendwie total vergessen. Als wir dann zusammen im Seepark waren, hat sie eben nochmal gesagt, ja, heute Abend gehen wir ins Kino. Ich so, ach, stimmt, ja. Naja, und dann hat es aber noch geklappt und wir sind dann zusammen ins Kino gegangen und haben uns Downton Abbey, die neue Ära, also den zweiten Film, angeschaut. Das war ein total schöner Film, den kann ich nur empfehlen, wenn man eben Downton Abbey gerne mag. Ansonsten versteht man ihn eventuell nicht ganz so doll, aber auch so ist es einfach ein schöner Film. Ja, und ansonsten vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.